Hallo, bei mir ist jetzt Herr Schornsheimer, der ist Karrierecoach in Deutschland, ein sehr renommierter Karrierecoach, und ich stelle ihm ein paar Fragen bezüglich des Berufseinstiegs. Herr Schornsheimer, wie sehen Sie den Unterschied Bachelor-Master? Also meine persönliche Meinung ist, dass der Master, wenn es möglich ist, doch noch das Ziel der Wahl sein sollte. Es ist immer noch unklar für viele Unternehmen, das ist meine Wahrnehmung, wie man eigentlich einen Bachelor einsetzen kann, auf welcher Stufe. Ist er gleichzusetzen mit einem Fachhochschulabsolventen? Ist er das, was früher ein diplomierter Studienabsolvent war? Also der Master ist, glaube ich, einfacher zu greifen und letztlich auch qualitativ höherwertig einzusetzen für Unternehmen. Und auch die sichere Wahl im Endeffekt. Die sichere Wahl für Studenten. Die sichere Wahl, ja. Mhm. Welche Attribute sollte ein Bewerber denn noch mit drin? Man hört immer Teamfähigkeit, Ehrgeiz und dieses ganze Zeug. Was ist denn wirklich elementar entscheidend? Diese Attribute, diese Eigenschaften hören sich natürlich schnell wie Worthülsen an, wenn man sie ohne Beispiele bringt oder erwähnt. Aber die sind alle richtig und wahr. Also es ist wirklich wichtig heutzutage, dass man kommunizieren kann, dass man sprechen kann, dass man auch offen ist und aufgeschlossen ist, auf Kollegen zugehen kann, Fragen stellen kann. Wer nicht fragt, bleibt wirklich dumm. Also Teamfähigkeit, Kommunikation ist das allerwichtigste, der allerwichtigste Soft-Skill im beruflichen Alltag. Beruflicher Alltag im Großkonzern oder im Mittelstand? Wo ist der bessere Einstieg? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie ein Bewerber orientiert ist, wo er sich wohlfühlt. Auch letztlich, wo er wohnt. Also wie mobil ist jemand? Ist er in der Lage, an den Standort zu gehen, wo ein interessanter Großkonzern ihm eine Chance bietet? Ein reines Für oder Wider kann man nicht sagen. Es kommt wirklich darauf an. In einem kleineren, mittelständischen Unternehmen kann man wahrscheinlich sehr viel schneller gestalten und aktiv mitwirken. In einem Großkonzern ist in aller Regel eine Ausbildung strukturierter. Man nimmt mehr mit eben an Ausbildungsinhalten. Dafür dauern die Karrierewege etwas länger und es dauert etwas länger, bis man in Entscheidungsfunktionen kommt. Das muss jeder für sich abwägen am Ende. Bei Großkonzernen ist ja oft so, sie akquirieren über Assessment Center. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie ein Assessment Center? Aus Sicht eines Personalverantwortlichen ist ein Assessment Center ein sehr gutes und professionelles Mittel zur Personalauswahl. Man muss sich immer vorstellen, die Auswahl eines neuen Mitarbeiters, gerade wenn er eben Akademiker ist, ist recht teuer und Unternehmen wollen einfach sicher gehen, dass sie da keine falsche Wahl treffen. Wenn man als Bewerber vor der Entscheidung steht, ich habe mich beworben, es steht ein Assessment Center an, soll ich das wahrnehmen oder nicht, würde ich sagen, nehmen Sie das wahr. Das ist eine gute Chance, auch nochmal gespiegelt zu bekommen von Profis, wie sie sind, wie sie rüberkommen und wie sie einfach auch in Situationen, in Rollenspielen wahrgenommen werden. Das ist nichts Böses. Und wenn das dann erfolgreich absolviert ist, ist ja meist die Frage des Einstiegsgehalts. Können Sie darüber eine Auskunft geben, da das oftmals tabuisiert wird in Deutschland? Es ist da sehr schwer, Zahlen zu nennen, weil die Gehälter stark variieren, je nach Branche, je nach Unternehmenstyp, Konzern, familiengeführter Mittelstand, die Zahlen ganz anders. Auch in der Fläche wird anders bezahlt als in Hamburg oder München. Ich finde, für Berufseinsteiger sollte gelten, man lässt sich erstmal auf das Angebot des Unternehmens ein. Ich habe noch nie erlebt, dass Unternehmen in Gehaltsthemen Berufseinsteiger wirklich über den Tisch ziehen wollen oder besonders runterverhandeln wollen. In der Regel sollte es so sein, man hört im Bewerbungsgespräch, wie das Angebot ausfällt und überlegt dann, ob das für einen akzeptabel ist oder nicht und sagt entsprechend zu. Also als Berufseinsteiger ohne große Erfahrung, ohne ein Berufsleben im Kreuz zu haben, macht es keinen großen Sinn, Gehalt zu verhandeln. Vielen Dank, Herr Schornsheimer, und einen erfolgreichen Tag für Sie. Vielen Dank. Dankeschön.